Hey zusammen, grüßt euch, ich bin's wieder, Frank. Was habe ich heute für euch? Heute stelle ich meine erste Errungenschaft vor. Die, die auf Instagram gefolgt sind und vielleicht sogar auf YouTube schon den Teaser gesehen haben, haben schon ein bisschen eine Vorahnung, was jetzt kommt. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wow, in welche Richtung gehe ich, wird es eine SAEG, wird es vielleicht doch eine gasbetriebene, nein, es ist eine SAEG geworden. Und ich habe mich leiten lassen von, sieht gut aus. Ja, ich gebe es zu, ich habe mich einfach leiten lassen von, sieht sie gut aus. Und ja, hier ist das gute Stück. Wir haben hier eine Bugatti Sport SMG Mod 5 SD6. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ding mal von näher an. So, also, jetzt haben wir das gute Stück hier direkt vor uns auf dem Tisch liegen. Ich muss gleich mal dazu sagen, hier oben diesen Red Dot gibt es natürlich von Bugatti nicht im Lieferumfang. Was gibt es im Lieferumfang? Einmal die SMG. Dann gibt es, und da war ich eigentlich ganz froh drum, ein Midcap-Magazin. Schön aus Blech. Und, wie soll es auch anders sein, ein Highcap-Magazin. Habe ich jetzt auch schon in den einen oder anderen Videos den Begriff Babyrassel gehört. Ich glaube, das trifft recht gut drauf zu. Deswegen, das wird wahrscheinlich bei mir dann auch ein trauriges Dasein im Schrank fristen. Wenn irgendjemand das Ding haben will, also hier dieses Highcap, darf er mir gerne in die Kommentare schreiben, kann er haben. Dann gab es dazu natürlich ein Speedloader. Es gab den obligatorischen Reinigungsstab und ein paar, also schätzungsweise 200 BBs, damit ich da schon mal loslegen kann. Ja, was hat mir an dem Teil besonders gut gefallen? Das zeige ich euch gleich mal hier vorne. Dieser wirklich wunderschön angedeutete Schalldämpfer. Macht auch ein super Plop-Geräusch beim Abfeuern. Macht ultra viel Spaß. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich mache mal den Schalli ab. Und da sieht man dann gleich, das Ganze hat gar kein Gewinde. Sondern es ist so, ja, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, es ist einfach, hoppala, es ist einfach so aufgeschraubt. Ja, ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann. Hier, gut. Das heißt, Tracer oder einen anderen Schalli oder einen Flash-Hider, den bekommt man hier nicht drauf. Ist aber okay. Sieht so schon echt scharf aus. Dann haben wir hier den Charging Handle. Der hat im Endeffekt nur die Bewandtnis, dass ich hier ans Hop-Up rankomme. Das ist dieser kleine Pinötel hier. Und dann muss man ein bisschen ziehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, und das haben auch andere im Video schon mal gesagt, das ist ganz schön lommelig. Ah, richtig lommelig. Also ich weiß nicht, wie sich das dann auf dem Spielfeld verhält, wenn man da tatsächlich mal ein Hop-Up richtig einstellt, ob sich der nicht mit der Zeit verstellt. Wir haben hier vorne an festes Frontside. Wir haben hier hinten ein auch fest, ja, also das kann man sicher mit einer Schraube lösen,
ein Rearsight, was man hier mit so einer diese Krone hier verstellen kann, um im Endeffekt, man kann ja hier diese Lochungen sehen, das ein bisschen zu verstellen. Darüber hinaus, was haben wir noch? Wir haben hier hinten den Schaft, den kann man entsprechend verstellen. In der Gesamtlänge, und das kriege ich jetzt gar nicht aufs Bild genau drauf, hätten wir hier, jetzt muss ich selber kurz nachgucken, weiß ich nicht auswendig, eine Gesamtlänge von 770 mm, also von hinten einmal komplett durch bis vorne zur Spitze. So, was habe ich bis jetzt an dem kleinen Ding gemacht? Ich bin hergegangen, habe mir hier eine Rail drauf gemacht und habe dieses einfache Red Dot mit Flip Sides dran geknallt. Ganz simples Ding, war jetzt nicht ultra teuer. Wer Interesse hat, was es genau für eins ist, schreibt es in die Kommentare, ich schreibe es euch. Ja, wir haben hier vorne eine Aufnahme für eine Sling. Und dann bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Teil auch eine Sling-Aufnahme sein soll. Ich habe festgestellt, ich habe mal eine Sling dran gemacht und das sieht man jetzt hier auch schon, das lässt sich ganz schön biegen. Wenn ihr genau wisst, was es ist, schreibt es mir auch in die Kommentare. Hier unten haben wir logischerweise den Feuerwahlhebel, der geht recht knackig. Ist auch von beiden Seiten. Gehört, das Ganze nennt sich Ambidex. Was mich ein ganz kleines bisschen stört, also wenn ich noch nicht schussbereit bin und jetzt mit meinem Daumen wähle, dann habe ich hier immer diesen Feuerwahlhebel, der mir hier auf den Zeigefinger drückt. Ich meine, klar, das Ding hat laut Begadi 1,5 bis 1,6 Joule, also Feuerwahlhebel auf Auto zu stellen, kann man machen, kommt aber nur semi raus. In der Eile habe ich jetzt schon gemerkt, dass man diesen Punkt, wo er auf semi bleibt, den überdrückt man relativ schnell. Und wenn man den überdrückt, dann seht ihr hier, komme ich mit meinem Finger echt schon Probleme. Also es ist echt unangenehm hier am Zeigefinger. Aber jammern auf hohem Niveau ist mein erstes Teil. Von daher, ich freue mich. So, dann wollen wir uns noch um den Akku kümmern. Ich habe mir gleich einen Akku von Begadi mitbestellt. Was haben wir denn hier? Wir haben den AMAX 1100 LiPo mit 11,1 Volt. Wo kommt das ganze Ding rein? Und das ist ein bisschen tricky. Und ich glaube, dass wenn man auf dem Feld das Ganze wechseln will, da wird man dann doch auf gut Deutsch kotzen. Das sind diese kleinen Pins hier, die mit O-Ringen gehalten werden. Um den hier rauszumachen, bietet es sich an, den Charging-Handle ein bisschen nach hinten zu ziehen. Und dann, der sitzt ein bisschen kräftig. Und dann kann man das Ganze mit ein bisschen Schwung nach vorne schieben. Das Ganze ist, halt Plastik, ne? Und dann kommt hier unten das Akkufach zum Vorschein. Die Erfahrenen unter euch werden jetzt sofort feststellen, hey cool, da ist ja ein Dienststecker dran. Ja, weil
Bugatti hat da logischerweise das Core EFCS mit verbaut. Ja, und der mitgelieferte Akku von Bugatti passt echt perfekt rein. Also da sind echt keine Probleme. Ich habe vorhin schon gesagt, Bugatti schreibt auf deren Homepage 1,5 bis 1,6 Joule. Ich würde sagen, da lassen wir doch mal ein Chrono für sich sprechen. Und dann kronen wir das Ganze mal. Und ich würde sagen, auch direkt nach dem Kronen schießen wir mal mit dem guten Stück. Also, bis gleich. So, Chrono- und Schusstest erledigt. Ich muss sagen, also ich habe jetzt hier auf ja, gute 9,50 Meter Entfernung geschossen. Ich meine, dafür sieht es jetzt gar nicht mal so wild aus. Ich meine, hey, das ist meine erste Waffe, ne? Hier ein paar Ausreißer, wie ich ein paar schnelle hintereinander. Aber ansonsten schon der erste, also direkt in die 10. Da kann ich nicht maulen, ne? Mit was habe ich geschossen? Ich habe mit 0,25er Bio-BBs von Speckner Arms geschossen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, taugt die? Also mir taugt sie bis jetzt schon. Ich finde sie wirklich fett. Aber mich würde jetzt interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, Nope, kauft sich eine Waffe, keine Ahnung davon. Naja, keine Ahnung. Also von daher, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Ding haltet. So. Abschließend möchte ich noch sagen, es sind natürlich noch weitere Pakete angekommen. Ich habe diverse Bestellungen rausgehauen auf den bekannten Seiten und der DHL-Mann, der liebt mich, mit dem bin ich jetzt per Du. Die nächste Waffe, die ich euch präsentieren werde, so viel sei gesagt, es ist keine SAEG. Ich habe bei diversen Foren und auf diversen Videos gesehen, dass es gerade für Anfänger oder generell vielleicht klüger ist, auf eine M4-Plattform zu gehen. Habe ich an der Stelle auch getan. Ihr dürft gespannt sein, wird sicher auch ganz wild und ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich weiter begleitet auf meinem Weg zu einem großen Airsoft-Event. Ihr wisst, ich, Noob, will irgendwann ein richtig großes Airsoft-Event spielen, wenn nicht sogar das größte in Deutschland. Also, klickt den Subscribe-Button, lasst mir ein Like da. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, euer Nubitron. Ciao.